Lasst uns voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch. Fatima führt uns auf den Weg, dass wir uns immer fragen, hat denn Gott an mir gefallen? Oder dreht sich alles um mich, dass ich an mir gefallen habe? Oder frage ich mich immer, was denken die anderen Leute, haben sie gefallen an mir? Und das alles verschwindet, wenn man die Botschaft von Fatima ernst nimmt. Man sieht sich im Licht Gottes und fragt sich immer nur, gefällt es Gott? Hat Gott daran gefallen? Ist es Gott zur Ehre? Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser. Erlasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, du hast Maria, die Mutter deines Sohnes, auch uns zur Mutter gegeben. Gib, dass wir durch die Ermahnungen belehrt, im Geist der Buße und des Gebetes, der Ausbreitung des Reiches deines Sohnes mit noch größerem Eifer dienen, um die Welt zu erneuern. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem Buch des Propheten Jesaja. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein helles Licht. Über denen, die im Land der Finsternis wohnen, strahlt ein Licht auf. Du erregst lauten Jubel und schenkst große Freude. Man freut sich in deiner Nähe, wie man sich freut bei der Ernte, wenn man jubelt, wenn Beute verteilt wird. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das Tragholz auf unserer Schulter und den Stock des Treibers. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, die Herrschaft liegt auf seiner Schulter. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater in Ewigkeit, Fürst des Friedens. Seine Herrschaft ist groß und der Friede hat kein Ende. Auf dem Thron Davids herrscht er über sein Reich. Er festigt und stützt es durch Recht und Gerechtigkeit, jetzt und für alle Zeiten. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen. Wort des lebendigen Gottes. Danke.
Der Herr spricht zu seinem Volk vom Frieden. Der Herr spricht zu seinem Volk vom Frieden. Ich will hören, was Gott redet. Frieden verkündet er seinem Volk und seinen Frommen, den Menschen mit redlichem Herzen. Sein Heil ist denen nahe, die ihn fürchten. Seine Herrlichkeit wohne in unserem Land. Der Herr spricht zu seinem Volk vom Frieden. Es begegnen einander Huld und Treue, Gerechtigkeit und Friede küssen sich. Treue sproßt aus der Erde hervor, Gerechtigkeit blickt vom Himmel hernieder. Der Herr spricht zu seinem Volk vom Frieden. Auch spendet der Herr dann Segen, und unser Land gibt seinen Ertrag. Gerechtigkeit geht vor ihm her, und Heil folgt der Spur seiner Schritte. Der Herr spricht zu seinem Volk vom Frieden. Halleluja, Halleluja. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gesegnet unter den Frauen. Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Der Engel Gabriel wurde von Gott in die Stadt Nazareth in Galiläa zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte, und ihr Name war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie erschrak über diese Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast vor Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind bekommen, einen Sohn wirst du gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel: Wie soll das geschehen, da ich mit keinem Mann zusammenlebe? Der Engel antwortete ihr: Heiliger Geist wird über dich kommen, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und der Sohn Gottes genannt werden. Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch im Alter einen Sohn empfangen. Sie ist jetzt schon im 6. Monat und galt doch als unfruchtbar. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, was du gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben am Ende der heutigen Lesung in der Votivmesse zu Ehren unserer lieben Frau von Fatima dieses Wort gehört: Der leidenschaftliche Eifer des Herrn der Heere wird das vollbringen. Herr der Heere meint die Heerscharen der heiligen Engel. Und auch hier in Fatima beginnt ja alles mit der Engelserscheinung. Und wir können nur sagen, all die Ereignisse von Fatima, der leidenschaftliche Eifer des Herrn hat das vollbracht. Und wozu? Um die Menschen
zum Glauben zu führen. Das größte Werk der Gnade Gottes in Zusammenarbeit mit dem Menschen ist der Glaube. Und das ist, was Maria auch schenken musste, geben musste, vollbringen musste, den Glauben. Und wir wollen beten, dass, was der leidenschaftliche Eifer des Herrn hier vollbracht hat, die Menschheit zurückführt zum Glauben an Gott. Und es ist eine ganz interessante Wende im Geschehen von Fatima, dass die Kinder um ein Wunder bitten, damit die Menschen glauben können. Und auf diese Bitte geht die Gottesmutter dann ein und mehrere Monate hindurch verspricht sie, ja, sie wird am Ende dieses Wunder wirken. Gott wird dieses Wunder schenken, damit die Menschen glauben können. Der leidenschaftliche Eifer des Herrn hat das vollbracht. Amen. Wir beten doch die Fürbitten von der Mehrheitenmesse. Schwestern und Brüder, an diesem heiligen Ort, an dem die allerselige Jungfrau Maria erschienen ist, beten wir zu Gott, unserem Vater, der die Mutter seines Sohnes auch uns zur Mutter gegeben hat. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib, dass alle Gläubigen im Geiste der Buße und des Gebetes die Belehrungen Mariens befolgen und an der Erneuerung der Welt und der Ausbreitung des Reiches Christi opferfreudig mitarbeiten. Wir bitten dich, erhöre uns. Gib allen, die in der Kirche ein geistliches Amt ausüben, die Gnade, mit Maria das Wort Gottes gläubig zu hören und es getreu mit Liebe und neuem Eifer zu verkünden. Wir bitten dich, erhöre uns. Ermutige die Regierenden der Völker, den Frieden und die Gerechtigkeit in der Welt zu fördern und aufeinander einzuwirken, dass die Güter der Erde unter allen Menschen gerechter verteilt werden. Wir bitten dich, erhöre uns. Führe alle Leidenden dazu, sich mit Maria, der Trösterin der Betrübten, zu vereinen. Lass sie aus der mitmenschlichen Verbundenheit und aus der Betrachtung des Leidens Christi die Kraft schöpfen, ihren Weg zum ewigen Leben weiterzugehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Gewähre der hier versammelten Gemeinde durch die Fürbitte Mariens, dass jene, die Christus suchen, ihn finden, die Sünder sich bekehren und die Jugend sich wieder für das Evangelium begeistere. Wir bitten dich, erhöre uns. Allgütiger Gott und Vater, du erhörst die Bitten deines Volkes, das sich an dich wendet, mit Maria, der Mutter deines Sohnes, und der Kirche. Erhöre gnädig diese unsere Bitten und vermehre unseren Glauben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Beten wir das Weihegebet. O meine Gebieterin, o meine Mutter, hier bringe ich mich ganz da, um dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar, weil ich also dir gehöre, o gute Mutter, so bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und mein Eigentum.
Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns das Brot, die Frucht der Erde und der menschlichen Arbeit. Wir bringen dieses Brot vor dein Angesicht, damit es uns das Brot des Lebens werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Wie das Wasser sich mit dem Wein verbindet zum heiligen Zeichen, so lasse uns dieser Kelch teilhaben an der Gottheit Christi, der unsere Menschennatur angenommen hat. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, Schöpfer der Welt. Du schenkst uns den Wein, die Frucht des Weinstocks und der menschlichen Arbeit. Wir bringen diesen Kelch vor dein Angesicht, damit er uns der Kelch des Heiles werde. Gepriesen bist du in Ewigkeit, Herr, unser Gott. Herr, wir kommen zu dir mit reumütigem Herzen und demütigem Sinn. Nimm uns an und gib, dass dieses Opfer dir gefalle. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, beim Gedenken an die allerseligste Jungfrau Maria bringen wir dir die Gaben der Versöhnung und des Lobes dar. Vergib uns gnädig unsere Schuld und lenke unseren unbeständigen Herzen, darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, immer und überall zu danken. Denn du hast Großes getan an der seligen Jungfrau Maria. In ihrem unbefleckten Herzen und ihrem jungfräulichen Schoß hat sie dein Wort empfangen und da sie den Schöpfer gebar, der Kirche ihren Ursprung gegeben. Unter dem Kreuz empfing sie das Vermächtnis deiner Liebe und nahm alle Menschen als ihre Kinder an, die durch Christi Tod zum ewigen Leben geboren sind. Mit den Aposteln erwartete sie den verheißenen Tröster und vereinte mit den Bitten der Jünger ihr Gebet als Vorbild deiner betenden Kirche. In der Herrlichkeit des Himmels bleibt sie der pilgernden Kirche eine liebende Mutter und beschützt unseren Weg zur ewigen Heimat, bis der herrliche Tag Christi hereinbricht. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und rufen wir aus einem Munde zum Lob deiner Herrlichkeit. Heilig, 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 Gott, Herr aller Mächte und Gewalten, erfüllt sind Himmel und Erde von deiner Herrlichkeit. Hosanna in der Höhe, hochgelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank.
sprach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen deinen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, den Ortsbischof von Fatima und unsere Heimatbischöfe, die Gemeinschaft aller Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum dürfen wir voll Vertrauen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen der Versöhnung und des Friedens. Das Sakrament des Leibes und Blutes Christi schenke uns ewiges Leben. Lamm Gottes, du nimmst den Weg der Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg der Sünden der Welt, erbarme dich unser. Lamm Gottes, du nimmst den Weg der Sünden der Welt, gib uns deinen Frieden. Herr Jesus Christus, Sohn des lebendigen Gottes, dem Willen des Vaters gehorsam, hast du im Heiligen Geist durch deinen Tod der Welt das Leben geschenkt. Erlöse mich durch deinen Leib und dein Blut von allen Sünden und allem Bösen. Hilf mir, dass ich deine Gebote treu erfülle und lass nicht zu, dass ich jemals von dir getrennt werde. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünden der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch Ruhe verschaffen.
Gesegnet bist du, Jungfrau Maria, vom Herrn, dem erhabenen Gott, vor allen Frauen der Erde. Er hat dich so verherrlicht, dass dein Name nicht mehr untergeht bei den Menschen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, beim Gedächtnis der seligen Jungfrau Maria, die wir als Mutter deines Sohnes und Mutter der Kirche verehren, haben wir voll Freude das heilige Sakrament empfangen. Lass es uns eine Hilfe sein, die uns zum ewigen Leben führt. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Die Fürsprache unserer himmlischen Mutter Maria, unserer lieben Frau von Fatima, besonders auch der heiligen Jacinta und Francesco, segne euch der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden. Amen.